Hallihallo und willkommen zurück bei StarCraft 2 Wings of Liberty in der Kampagne. Wir sind im Labor und werden uns hier ein bisschen weiter umschauen. Okay, hier haben wir auch einen Logbucheintrag über die Zerg-Stämme. Wir werden uns mal in der Forschungskonsole umsehen. Hier ist es aber so, dass wir uns für entscheiden müssen, oder? Genau. Entweder wir können den Falkenturm nehmen, bestückt alle Bunker mit einem automatisierten Geschütz, oder Bunker erhalten 150 Trefferpunkte. Ich würde den Falkenturm nehmen. Ich mag es eigentlich, Gebäude bauen zu können, die automatisch auf Gegner schießen. Ja, hier sind schon auf jeden Fall sehr interessante Sachen auf der Zerg-Seite der Forschung, aber auch. Ja, aber auch die Sachen sind nicht ohne. Also, ich würde gerne den Falkenturm nehmen. Ja. Damit haben wir den Falkenturm. Okay, also das kostet kein Geld, gut zu wissen. Dann können wir nämlich zurück ins Arsenal. Arsenal geht bei mir nämlich vor Söldner. Heilen Ziele schneller und effizienter. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und den Neo-Stahl-Bunker nehmen wir dann beim nächsten Mal vielleicht. Oder eventuell ein bisschen was für den Marodeur. Die Stimpacks sind für mich nicht so interessant. Ja. Nee, nicht so interessant. Schauen wir noch kurz in die Schiffsmesse. Na, da genehmige ich mir doch einen. Ach was, vielleicht sogar zwei. Hier bist du genau richtig. Und schauen noch mal, die kosten 30.000, die Elite-Marodeure. Okay. Und dann schauen wir noch die Nachrichten. Donny Vermillion meldet sich live für UNN. Heute Abend werden wir uns mit der berüchtigten Königin der Klingen beschäftigen. Wissenschaftler und Militärexperten spekulieren schon seit geraumer Zeit darüber, ob diese mysteriöse Außerirdische nicht in Wirklichkeit ein verseuchter Mensch sein könnte. Allerdings, Donny, kann es sein, dass in der Anführerin der Zerg ein menschliches Herz schlägt? Was noch wichtiger ist, Kate, bedeutet das, dass eine Art Bündnis zwischen Zerg und Terranen möglich sein könnte? Donny, es gab bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass Menschen, die verseucht worden sind, ihren freien Willen behalten. Ein gutes Argument, Kate. Dann muss die Frage wohl eher lauten, wie können wir sie töten? Ja, ich glaube, darüber sind wir uns wohl einig. Wenn die Menschheit überleben will, muss die Königin der Klingen ausgeschaltet werden. Rain hat keinen Kommentar dazu abgegeben. Sehr interessant, vor allem nach dem, was wir in der letzten Folge so gehört haben. Aber gut, gehen wir in die Sternenkarte und suchen uns den nächsten Planetenhaus. Ich bin für Meinhof. Wir haben das letzte Mal uns bereits mit Artefakten beschäftigt und hier Schiffrechte und sowas ist mir dann relativ wurst. Und wir haben ich da... Habe gehört, der Achso. Jim Rayner sei wieder. Genau. Also, Jim, Flüchtlinge aus dem... wir kümmern uns jetzt um ehrenwerte Ziele. Meinhof-System, 4.53 Uhr Bordzeit. Womit haben wir es denn hier zu tun, Doc? Die Instrumente zeigen eine Art biologische Verseuchung, die sich in den Flüchtlingslagern breit macht. Selbst die Gebäude sind davon überzogen. Sowas habe ich vorher schon mal gesehen. Das ist ein Zerg-Virus. Dem können wir nur mit Feuer beikommen. Jedes dieser verseuchten Gebäude muss zerstört werden. Aber wo sind die ganzen Menschen? Oh Ups. Nein! Diese Dinge sind infizierte Flüchtlinge? Das ist ein Albtraum. Allerdings, es gefällt mir überhaupt nicht. Sie scheinen sich tagsüber unter der Erde zu verstecken und nur nachts herauszukommen. Der Virus muss sie gegen die hohe UV-Strahlung von Meinhofs Sonne anfällig machen. Dann brennen wir tagsüber die verseuchten Gebäude nieder und beschützen nachts unsere Basis. Keine Sorge, Doc. Wir werden diese Seuche eindämmen. Klingt nach einem Plan.
Weil es auch spannend ist mit diesem Tag-Nacht-Wechsel. Interessante Mechanik. So. Beseitigen Sie die Verseuchung. Sensorturm. Frühwarnsystem. Ein Sensorturm zeigt die Position feindlicher Einheiten innerhalb einer großen Reichweite an. Roter Punkt auf der Minikarte. Okay. Das ist also so ein Sensorturm. Hier haben wir das Söldnerquartier. Hier haben wir Versorgungsdepots. Kaserne. Auf geht's, Jungs. Wir können nicht riskieren, dass die Verseuchung auf dieses Lager übergreift. Errichtet einen Verteidigungsring. Du entwickelst doch wohl keine Schwäche für Frau Doktor, oder Jimmy? Sonst verstehe ich nicht, warum wir für diese Bauern noch den Kopf hinhalten. Ach, den Feuerfresser können wir auch nur dann ausbilden. Moment. Dann machen wir hier das Tech-Labor. Wenn für den Feuerfresser auch ein Tech-Labor notwendig ist, genau wie für den Marodeur. Anscheinend kann man sonst nur Space Marines bauen in den Kasernen. Das ist ja faszinierend. Also hier oben haben wir auf jeden Fall schon mal Probleme. Ja, ihr habt gesagt, ich soll aggressiv sein. Dann gehen wir mal ein bisschen hier vor und gucken uns das Gebiet an. Erweiterung fertiggestellt. Verseuchte Flüchtlinge, okay. Erweiterung fertiggestellt. Gehen wir mal schnell hier rauf. Ist das eine Art Nest? Das solltest du besser zerstören. Sonnenuntergang in 30 Sekunden. Okay, nicht genug Vespingas. Noch schnell hier rauf, die hier ein bisschen... Und dann schnell wieder zurück. Nein, schnell, jetzt. Sofort. So. Wir müssen bis Sonnenaufgang durch. So, genau. Schnellen Tag-Nacht-Zyklus. Halten. Macht euch auf was gefasst. Das wird kein Spaß. Das glaube ich, mein Freund, das glaube ich. Das glaube ich, so. Komm du mal mit. Wir werden Bunker brauchen. Haben wir vor, mein Freund. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. So, die erste Welle geht. Die erste Welle ist in Ordnung. Dann schauen wir mal, was das gibt. So, jetzt zieht euch ein bisschen zurück. Ihr auch. Einfach nur vorsichtshalber. Damit hier der Bunker auf jeden Fall schießen kann. Dann kommst du mit und baust hier auch einen hin. Genau, das sieht doch nicht schlecht aus. Dann werden wir auf jeden Fall Marodeure brauchen. Davon ist mal auszugehen. Hier kommen weitere. Guckt ihr mal noch ein bisschen nach. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. So, ihr zieht euch wieder ein bisschen zurück, damit der Bunker was leisten kann. Genau. So, dann haben wir hier noch welche. Ihr bildet so ein bisschen den Einsatztrupp hier.
So will ich das jetzt mal bezeichnen. Vespingas bauen wir fleißig ab. Da brauchen wir noch welche von, genau. Und dafür wollte ich dich eigentlich haben. Wir brauchen noch Söldnerquartier, naja. Maschinendock könnten wir brauchen, aber erstmal brauchen wir Versorgungsdepots. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Genau, zieht euch mal wieder zurück, das ist sehr gut. Ach du meine Güte. Da müssen wir euch definitiv mit reinziehen. Hey Cowboy, ich habe Konstruktionspläne, um die Hellions zu bauen, die du auf Marsara gesehen hast. Die sollten euch da unten ordentlich weiterhelfen. Definitiv. Die gehören dann zum neuen Einsatztrupp. Und die müssten sich doch dann von WBFs reparieren lassen, oder? In der Theorie. Weil das sind ja Maschinen und keine... Die Sonne geht auf. Nur noch ein bisschen durchhalten. Zieht euch zurück. Wo haben wir den WBF? Hier. Okay, okay. Aber ansonsten sieht das doch ganz gut aus. Verseuchte Marines. Teufel auch, Jimmy. Das gefällt mir gar nicht. Na dann, Ladies. Okay, wir nehmen nur die Hellions. Machen wir sie platt. Denke ich mal, das ist deutlich besser. Die dann hier tagsüber rumbrausen und alles mögliche vernichten. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Wovon werdet ihr denn angegriffen? Ja, zerstört einfach mal eifrig. So, untätiger Arbeiter, hier bist du. Dann komm mal ran. Haben wir denn jetzt inzwischen eigentlich welche? Ja, die stellen sich nur doof hin. Na gut, dann bringe ich den Marodeur noch hier rüber. Für die Verteidigung. Und dann fahren wir hier tagsüber mit den Hellions rum und machen hier schön eine Sause. Und lassen die dann nachts von BBFs reparieren. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ach ja, Entschuldigung. So, hier baust du auch noch schön ein weiteres Versorgungsdepot hin und dann stellen wir dich da hin. Zwei weitere. Na gut, man kann ja ein paar brauchen, ne? Dann kannst du eigentlich auch direkt dann noch ein Maschinendock bauen. Na, wir geben denen hier direkt einfach mal einen Angriffsweg vor. Aber wir machen es mit dem Angriffsbefehl, damit die auf jeden Fall auch die kleinen Viecher zerstören, während wir hier unten sind. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ja, ja, ich weiß schon, da werden die sich schon drum kümmern. Ansonsten gucke ich gleich nochmal vorbei.
Na, anscheinend kümmern sie sich tatsächlich nicht darum. Ups. Das war dumm. Und das auch. Genau, das war das Problem. Ich dachte eigentlich, die kümmern sich dann drum. Aber taten sie nicht. So, jetzt muss ich das gerade mal wieder hier in Takt kriegen. Aber den WBF mitzuschicken, ergibt halt keinen Sinn. Aber jetzt Hellions nachschicken ergibt Sinn. Genau. Dich ziehe ich aber mal zurück. Du kommst mal hier runter. Weil wenn du fertig bist, kommst du hierher. So, ihr seid fertig. Dann sammeln wir euch mal. Genau, hier müssen wir noch welche in die Warteschlange stecken. Der eine Gesunde kann dann auch hier oben helfen kommen. Und dann per Angriffsbefehl alles kaputt machen. Meine Instrumente zeigen keine weiteren verseuchten Strukturen in diesem Sektor an, Jim. Sehr schön, dann werden wir hier unten weitermachen. Und ihr seid auch alle geheilt, das ist super. Meine Instrumente zeigen keine weiteren verseuchten Strukturen in diesem Sektor an, Jim. Let's go. Das ist natürlich alles ein bisschen einfach nur Point and Click quasi und hier hinten die langweilen sich schon. Aber nun ja, das ist halt so. Ja, zieht man noch ein bisschen rein. Sonnenuntergang in 30 Sekunden. Ja, wir haben noch ein paar Gebäude verbleibend. Hier haben wir noch drei hiervon. Die werde ich mal hier schon mal platzieren. So, das machen wir noch schnell kaputt. Und das riskiere ich jetzt mal auch noch. Und ab nach Hause, ab nach Hause. So schnell wie irgend möglich. Du solltest Wachen aufstellen. Sie werden bald wiederkommen. Ah, ich habe keine Wachen. Gar nichts. Gar nichts habe ich da. Unsere Scanner empfangen eine unbekannte Zerg-Signatur. Es scheint sich um eine eingegrabene Kreatur zu handeln, die tagsüber unter der Erde bleibt und sich nur nachts ausgräbt. Sir, wenn Sie eine dieser Kreaturen zur Strecke bringen, kann Statman sie untersuchen und daraus vielleicht sogar einige Erkenntnisse ziehen. Okay, ihr wisst, was das für uns heißt. Nacht-Action. Ja, okay. Repariert man noch fleißig hier, wenn wir gerade schon mal dabei sind. Ja, der hat's nötig auf jeden Fall. Aber die Kreatur gräbt sich halt tagsüber ein, das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier unten dann die Zerg-Forschung holen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. So, und dann sollten wir uns vielleicht noch um weitere Feuerfresser kümmern. Genau, dann ziehen wir mal hier etwas durch. Wow, jetzt sind die garantiert stinksauer.
Vielleicht sollten wir auf Tageslicht warten. Nee, nee. Basis ihrer Streitkräfte werden angegriffen. Das geht schon. Wie komme ich denn da unten am besten hin? Na gut, gehen wir mal hier oben noch ein bisschen arbeiten. Hier ist ja noch ein Feuerfresser und so. Hier oben, das läuft auch. Die Bunker sind dann eine ganz gute Investition gewesen. Du wirst mal noch ein paar Versorgungsdepots errichten. Und dann machen wir hier die Upgrades. Suchen wir es mal über den Weg hier oben. Echt, Mann. Du stocherst gerne in Wespennestern rum, hä? Ja, mit denen. Also. Ich meine, hier unten passiert halt auch nicht viel, das. Naja, wir wollen halt diese Verseucher haben. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ja, ja, passt schon. Wobei es wahrscheinlich wirklich besser wäre, zu warten. Ihr seid auch dämlich. Kommt mal wieder zurück hier. Achso, Moment. Dich möchte ich aber lieber hier oben haben. So, und du kommst dann mal hierher reparieren. Und dann bauen wir hier noch welche. Dann werden wir nämlich das tagsüber machen. Das ist vielleicht klüger. Tagesanbruch in 30 Sekunden. Also, dass wir sagen, tagsüber greifen wir die. Machen wir die Gebäude kaputt und sichern die Position, damit, wenn er nachts rauskommt, wir ihn sofort vernichten können. Wow, die haben es wirklich geschafft, sich töten zu lassen. Vergiss nicht, dass du bei Sonnenuntergang zurück sein musst. Ja, ja, passt schon. Bauen wir noch einen. Komm du mal helfen hier mit Reparieren, da kommt man nämlich nicht ganz hinterher gerade. Upgrade durchgeführt. Du bleibst mal hier. Genau, du reparierst mal den. Du gehst mal hierher, du reparierst den. Dann werde ich den Rest schon mal mitnehmen. Und wir schlagen uns hier unten durch. Genau, ihr drei. Kommt dann mal mit. Gute Arbeit, Jungs. Dieser Bereich ist gesichert. Wobei es schon fast klüger wäre, glaube ich, zwei Trupps zu bilden. Genau, hier oben müssen wir hin.
klar. Dieser Sektor ist sauber. Gute Arbeit, Jungs. Weiter zum nächsten. So, hier unten ist auch noch der andere Teil dann irgendwo. So, dann laufen wir mal hier durch. Damit wir das Biest dann auch besiegen. Ja, mehr Versorgungsdepots, ist schon klar. Machen wir nochmal eine Angriffsbewegung. Sie ordentlich dezimiert, Jim. Das machst du großartig. Danke, danke. Ich gebe mir Mühe. So. Da steht der Sensorturm. Hier haben wir auch wieder drei Feuerfresser stehen. Hier ist noch ein Hellion mehr. Upgrade durchgeführt. Okay, unsere Upgrades werden langsam fertig. Sehr schön. Aber wir verbrauchen etwas zu viel Zeit, die Folge ist schon etwas zu lang geworden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.